Geht danach einfach weiter. Ich muss jetzt hier das noch kurz vor der Pro-Refire fertig kriegen. Also lande ich hier noch schnell, sammle das alles ein, hebe wieder ab und fliege hinunter. Ich hege nur noch Verstärkung dort runter. Und kümmere mich danach wieder um meine Basis. Ich sammle nun hier einige Vikings, bevor ich weitergehe. An sich braucht man hier nicht unbedingt so viele, 3 bis 4 sind eigentlich schon hier unten ausreichend. Ich möchte hier aber sicher gehen, dass alles etwas schneller jetzt geht, da ich ja dort unten gerade die ersten 3 Vikings verloren habe. Wir müssen nun hier ein kleines Stück vorfliegen, müssen die beiden Warprismen hier rausfokussen, einer auf der Seite und einer auf der Seite. Und nun wird hier der Koloss hier rausgefokust. Zieht euch ruhig erstmal ein kleines bisschen wieder zurück, wir müssen uns nicht von den Stalkern angreifen lassen. Der Koloss kommt dann wieder vor. In dem Waffenlager werden zuerst beide Waffen-Upgrades erforscht. Beide natürlich für Schiffswaffen, denn die Vikings hier zählen als Schiffe. So, ich guck nochmal. Ja, da steht er wieder. Und da ist er down. Nun landen wir hier auf dem High Ground. Und können von dort aus dann sehr schön hier den Nexus und auch den Stalker angreifen, da diese uns nicht sehen können. So. Hier können sie jetzt doch etwas sehen, durch das Warprisma dort hinten. Deswegen kurz zurückziehen, einfach eine schöne Anzahl dieser Armee schon zerstören. Wie Sie sehen können, hat ganz gut schon geklappt. Danach greifen wir hier weiter an. Wie wir jetzt hier sehen können, sieht mir das jetzt hier, wo ich jetzt gerade stehe, hier an der Seite nach einem besseren Spot aus, da sie hier nicht angreifen können. Also stellt euch am besten gleich dort drüben hin. Ist eure Wirtschaft erstmal wie hier schon soweit gut am Laufen, dann könnt ihr euch, braucht ihr euch darum nicht mehr kümmern, ihr braucht euch nur noch um eure Vikings kümmern. Ich schicke diese nun wieder zurück, um repariert zu werden, und schicke eine neue Armee runter, um dann zu defenden, wenn die Kolonie angegriffen wird. So. Weitere Versorgungsdepots müsst ihr natürlich auch bauen, damit wir permanent weiter Vikings herstellen können. Ich bin jetzt gerade nicht so ganz sicher, ob die 6 Stück hier ausreichen, aber ich denke, das werde ich jetzt gleich sehen. Down. Gut. Wie man jetzt hier gerade sehen kann, reagieren sie auf den Schwierigkeitsgrad schwer nicht auf eure Angriffe, sie fliegen einfach weiter. Also könntet ihr den 3 von hier, mit den 3 Vikings von hier unten, die ich vor uns verloren habe, könntet ihr mit diesen auch einfach schon hier in die Richtung der Purifier fliegen und könntet diese mitten auf dem Weg die Träger schon abfangen. Ich habe es wie gesagt nicht gemacht, ich habe die Mission das letzte Mal auf Brutal gespielt und dort ist dies ein sehr großer Fehler, da die Träger sich dort relativ kurz dann schon umentscheiden, rüberfliegen und anfangen eure Vikings zu vernichten. Sprich, sie bleiben einfach mitten in der Luft stehen und greifen die sie angreifenden Vikings an. Das ist etwas unpraktisch, dass ich hier gerade an dem vorbeigekommen bin. Andererseits soll ich mich gerade nicht so sehr stören. So. Hier habe ich jetzt zu lange mich nicht darum gekümmert. Ihr solltet hier mit den Vikings, sollte der Koloss hier auftauchen, könnt ihr den vorher mit den beiden Vikings oder je nachdem wie viele Vikings ihr hier gerade habt, könnt ihr den relativ schnell vernichten. Ich bin nun hier ein Angriff von beiden Seiten durch. Ich fliege hier vor. Vernichte hier den Träger. Verliere dabei aber leider gerade wieder Vikings. Und vernichte danach hier vorne. Macht das Warprisma. Wenn wir da jetzt sehen können, kommt noch ein Träger. Ich werde mich jetzt hier erstmal kurzzeitig zurückziehen, um mich hier zu sammeln. Wenn der Bunker hier dann wieder steht, solltet ihr ihn auch verloren haben. Einfach schnell wieder neu besetzen. Und es ist so, wie es wäre nie etwas passiert. Wir haben fast die nächste Basis erreicht. Beeil dich! Auf normal müsstet ihr jetzt quasi, bevor diese Siedlung hier vernichtet ist, müsstet ihr diese jetzt retten. Auf dem Schwierigkeitsgrad schwer, brauchen wir ja nur 2 Siedlungen zu retten. Also haben wir noch etwas Zeit. Wenn ihr nun hier hinten landet,
habt ihr den kleinen Vorteil, dass der Hohetempler, der hier hinten steht, euch nicht angreift. Allerdings solltet ihr auf den Phönixleiter achten, welchen ich hier gerade vergessen habe. Und solltet diese schon vorher versiegen. Wartet nun hier ein bisschen. Jetzt sehen wir gerade die nächste Armee. Merkt euch, was von den beiden Halluzinationen, was von diesen Einheiten Halluzinationen und was echte Einheiten sind. In meinem Fall sind diese beiden Hohentempler beide nicht echt, das sind beides nur Halluzinationen. Und nun können wir hier den Nexus vernichten. Ich habe jetzt hier gerade durch etwas schlechteres Micromanagement ziemlich viele Truppen verloren. Das ist aber an sich auch relativ egal. Es ist immer noch relativ leicht schaffbar. Diese drei Vikings hier reichen nun vollkommen aus, um hier den Nexus zu vernichten. Da die KI zwar hier drüben noch Einheiten hat, diese allerdings nicht einsetzt und nicht mit hier rüberbringt. Also können wir hier sehen, auch diesen Nexus vernichten. Können die Vikings dann auch abziehen und zurück auf die, in die Basis bringen, um repariert zu werden. Wie Matt jetzt hier gerade eben sagt, sind durch die Vernichtung aller drei Nexus, ist das Schild hier der Purifier down und wir können sie nun angreifen. Wir können es hier sehen. Ich hörte jetzt hier, innerhalb von 15 Minuten hätte ich jetzt hier noch den Sieg erringen sollen. Dazu war ich etwas zu schlecht in meinem Micromanagement bei diesem Versuch. Es ist also jetzt wichtig, dass, ich weiß nicht, ob jedes Gebäude zählt, also sagen wir einfach mal, mit Start dieser Kanone hier, die Purifier abfeuert, muss die Purifier davor vernichtet werden, bei dieser Siedlung. In meinem Fall war das jetzt also einfach zu langsam, ich hätte jetzt auf Normal etwas schneller machen müssen. Gut, auf Normal ist dies durchaus möglich, da die Truppen einfach weniger sind. Ich warte nun hier, bis meine Armeen wieder aufgestockt werden, bis die Truppen hier wieder repariert sind und schicke sie dann immer einzeln rüber. Es ist hier natürlich auch einfacher, wenn ihr dies einfach mit euren Upgrades macht. Ich habe hier das Ganze von meinem brutalen Safe Game übergenommen, habe ich in diesem, das im Missionsarchiv gestartet. Und ich hatte bei dem brutalen Missionsarchivement, brutalen Fortschritt, hatte ich relativ wenig Upgrades gemacht, da ich einfach gerade dort mir das Geld aufheben wollte, um zu sehen, wie weit man kommt, auch wenn man keine Upgrades macht. Man kommt relativ weit, womit ich eigentlich selbst gar nicht gerechnet hätte. Wir können also hier landen, können wieder hier die Mineralien einsammeln, wieder abheben und uns hier rüber begeben. Wir warten nun einfach, bis die Purifier hier über dem Wasser ist und greifen danach an. Wie ihr hier sehen können, ich habe hier gerade 17, 19 Vikings. Diese sollten eigentlich ausreichen, um die Purifier zu vernichten. Hier steht sie nun etwas schlecht, meine Vikings. Ich muss sie nun ein bisschen zurückziehen. Ich verliere hier leider nochmal zwei. So. Ist die Purifier dann hier übers Wasser, könnte sie einfach angreifen. Sie wird einen Vortex zaubern. In diesen einfach mit hineinfliegen mit den letzten Vikings und kurz warten, bis der abklingt. Hier ist nur ein einziger Viking, ein einziger Sentry, der angreifen kann, also keine Bedrohung. Die zwei neuen Vikings können schon auf das Mothership gehen. Wir warten hier, bis unsere Vikings rauskommen, vernichten die beiden Träger hier und greifen danach die Purifier an. Dadurch, dass wir hier über das Wasser die Purifier angegriffen haben, sind die Stalker nun hier drum rumgerannt und werden hier abgefangen von dem Bunker. Das heißt, wir haben nur Luftwaffe, gegen die wir kämpfen müssen, was mit unseren Vikings natürlich sehr schön möglich ist. Und hier fällt nun also die Purifier. Diese Siedlung existiert noch, die obere Siedlung existiert auch noch, und damit ist der Erfolg euch. Ich hoffe, das konnte euch helfen. Wie schon am Anfang gesagt, solltet ihr noch wünschen, dass ich das normale Erfolg auch nochmal zeige, schreibt es einfach in die Kommentare und ich mache noch ein Update. Einen schönen Abend euch allen, viel Glück beim Erfolg. Bye bye.